In Loki Staffel 2 haben wir sehr, sehr viele Elemente von dem klassischen Show-Don't-Tell-Prinzip, was viele Leute ja tatsächlich bei Marvel-Filmen immer vermisst haben. Hier haben wir sehr viel Storyline und Erklärung nur in einzelnen Szenen, einzelnen Bildern, die nicht genau erklärt werden. Aber dafür sind wir auf YouTube ja da. Hier auf Nerd Factory erkläre ich euch heute einmal, wer der nächste große Bösewicht im nächsten wirklich eventgroßen Film Fantastic Four sein wird. Und ja, natürlich kommen vorher noch sehr wahrscheinlich ganz viele andere Filme raus, weil Fantastic Four jetzt gerade erst gecastet wird. Und ja, es gibt Gerüchte darüber, dass Pedro Pascal irgendwie Mr. Fantastic spielt und sowas. Darüber wollen wir heute aber gar nicht reden. Wir reden heute darüber, wer der Antagonist des noch ungecasteten Fantastic Four Teams sein wird. Mein Name ist Luke, das hier ist Nerd Factory, und wenn ihr solche Videos über Lore und andere Sachen aus dem Marvel-Universum wie auch Fantheorien mögt, dann abonniert doch jetzt diesen Kanal und lasst einen Kommentar da, in dem ihr sagt, wow, das ist aber spitzfindig von dir, Lukas. Na sowas. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich einmal ganz kurz anmerken, dass mein Patreon und meine Kanalmitgliedschaften gerade komplett überarbeitet wurden. Das heißt, es gibt andere Perks, andere Stufen, die Preise wurden verändert. Ihr habt jetzt andere, bessere Möglichkeiten, mich zu supporten, und kriegt auch ein bisschen bessere Sachen dafür. Ich habe mir diesmal wirklich ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht, was ich tatsächlich schaffen kann und euch bieten kann. Also schaut da doch mal vorbei, falls ihr vielleicht noch nicht supportet und das gerne machen möchtet. Nun aber rein in das eigentliche Thema. Wer ist der große Bösewicht im nächsten Fantastic Four Film? Nun, Loki Staffel 2 hat uns am Ende tatsächlich schon den ersten Hint darauf gegeben. In einer Szene, die nicht mal wirklich eine Post-Credit-Szene in dem Sinne war. Wir kennen die klassischen Marvel-Post-Credit-Scenes, in denen man sieht, wie beispielsweise ein neuer Bösewicht auftaucht, wie ein neuer Gegner, ein neuer Held auftaucht und ins Bild schreitet und ein verschmitztes Lächeln macht und sagt, hey, jetzt bin ich hier, hey, hey. Diese Szene war ein bisschen anders. Diese Szene funktionierte nach Show, Don't Tell. Und die Leute, die aber die Comics kennen und sich vielleicht ein bisschen damit beschäftigt haben, werden wissen, was das für ein Hinweis war, wenn ich ihnen das jetzt spätestens gleich sage. Denn gehen wir zurück zu der Szene, in der Ravonna in der Leere aufwacht, ist das erste, was sie erblickt, von all den Dingen, die es in der Leere gibt, die gepruned wurden. Ja, wir erinnern uns an Staffel 1, da ist ein Sanctum Sanctorum, halb New York, ein Avengers Tower mit einem Kang-Aufschrift, auch einen Hinweis auf Kang-Variants, Schiffe, Statuen, Bunker, U-Boote, alles Mögliche liegt da herum. Doch der Fokus von Ravonna ist nur auf einem Ding, was direkt hinter ihr ist. Sie guckt es sogar an. Ja, es ist eine Pyramide und die Sphinx. Aber es ist keine gewöhnliche Sphinx. Diese Sphinx hat ein anderes Gesicht. Und das habe ich schon bereits in der ersten Staffel einmal erwähnt, bevor wir überhaupt wussten, dass Jonathan Majors in Loki mitspielt. Denn das ist das Gesicht von Jonathan Majors. Und um genauer zu sein, ist es das Gesicht von Ramatut. Ramatut, den kennen wir tatsächlich jetzt schon aus Quantumania in der Post-Credit-Scene, wo wir den pharaoartigen Cyborg-Kang hier in der Council of Kang kennenlernen. Für viele mag das jetzt vielleicht ein bisschen absurd aussehen, aber Ramatut ist tatsächlich in den Comics bereits einer der wichtigsten und eigentlich ausschlaggebendsten Kang-Varianten, die wir kennen. Denn in den Comics ist es Nathaniel Richards aus dem dritten Jahrtausend, der sich in den Kopf setzt zu sagen, ich möchte bitte in die Vergangenheit reisen und ich möchte Spaß haben. Mir ist das zu langweilig in meiner Welt, ich reise jetzt zurück ins alte Ägypten und unterwerfe ein komplettes Reich unter mir als Pharao mit meiner hohen Technologie und werde sie zu meinen Untergebenen machen. Er schnappt sich also seine Technologie, reist in die Vergangenheit und wird zum Pharao Ramatut. Hier landet man durch einen Zeitsturm, der, wenn ich mich recht erinnere, nicht mal irgendwas mit Kang zu tun hatte, auch die Fantastic Four und später auch die Avengers in der Vergangenheit. Diese treten dann gegen Ramatut an und das ist ihr erster Kontakt mit Nathaniel Richards, wie er in den Comics heißt, und damit dem späteren Kang the Conqueror. Nichts zu vergessen ist aber, bevor er zu Kang the Conqueror wird, wird er zuerst zu Ramatut. Ramatut ist das, was von dem normalen Wissenschaftler, Schrägstrich, eigentlich ist er kein Wissenschaftler, sondern einfach nur ein Typ, in den Comics zumindest, was aus Nathaniel Richards, dem Normalbürger, einen machthungrigen, machtgierigen Despoten werden lässt.
Ramatut ist der erste Spark, der dafür sorgt, dass später Kang entstehen kann. Dazwischen gibt es noch einige andere kurze Stufen, unter anderem Scarlet Centurion, der nach einem Kontakt von Ramatut mit Dr. Doom stattgefunden hat. Und da merkt ihr schon, die Fantastic Four, Dr. Doom, das sind Elemente, die wir in diesem Fantastic Four Franchise kennen und auch in Zukunft erwarten, die zusammengehören. Wir können also davon ausgehen, dass wir in den nächsten Jahren eine Kang Origin Story erleben werden, die uns tatsächlich zeigt, wie er zu dem geworden ist, den wir in der Council of Kang, aber eben auch in Quantumania selbst und in, als He Remains dann am Ende sehen werden. Denn eins sollte uns inzwischen klar sein, Victor Timely, das ist keine Kang-Variante, der böse Sachen im Schilde führte, so wie ich das ursprünglich dachte. Nein, Victor Timely ist einfach nur ein Backup-Plan. Victor Timely ist ein Kind, was aus der Zukunft in die Vergangenheit gerissen wurde, was vermutlich sogar von He Remains hier als ein Backup-Plan für eben die Ereignisse, um Loki auf den Sitz zu bringen, so geplant war. Aber warum will He Remains Loki überhaupt auf dem Sitz haben? Darüber reden wir vielleicht in meinem anderen Video nochmal. Kommen wir aber weiterhin zu Ramatut, können wir ganz klar sagen, das muss eigentlich der Plot vom nächsten Fantastic Four Film sein. Weil warum sollte man sich jetzt mit Galactus oder dem Silver Surfer oder anderen Bösewichten wie auch Dr. Doom in dem ersten Fantastic Four Film rumschlagen, wenn kurz darauf ein Kang Dynasty Film immer noch kommen soll? Und ja, es gibt Gerüchte, dass er nicht kommen soll und dass er anders heißen soll. Aber darüber reden wir jetzt nicht, darüber habe ich schon ein Video gemacht, warum ich glaube, dass das absoluter Quatsch ist und nur Gerüchte sind. Gehen wir also davon aus, dass Kang Dynasty V immer noch geplant nach Fantastic Four erscheint, und zwar kurz danach, dann ergibt es nur Sinn zu sagen, Ramatut ist der Bösewicht von Fantastic Four. Denn in Kang Dynasty, diese Kang Dynasty, geht es genau um diese Dynastie, die Abfolge von den verschiedenen Varianten von Kang, die aus verschiedenen Zeitpunkten kommen und dann miteinander zusammenarbeiten. Wir sehen den ersten Hint darauf, ja wie gesagt schon in der Quantumania Post-Credit-Scene, wo wir Ramatut Immortus, was eine sehr späte Form von Kang ist, und einen sehr jungen Kang, der, wo es auch nicht, Leute sagen, es ist Scarlet Centurion, dafür ist er mir ein bisschen zu wenig rot, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es Iron Lad ist, könnte auch Scarlet Centurion sein, offiziell ist es anscheinend Scarlet Centurion. Der Punkt ist, es sind drei Kang-Varianten aus verschiedenen Zeitpunkten ihres eigenen Lebens, die miteinander zusammenarbeiten. Das ist der Grundpunkt der Comic-Storyline von Kang Dynasty, und um diese aufzubauen, eignet sich es perfekt in Fantastic Four, eine Kang-Variant einzubauen, die hier schon gesehen wurde, und zwar Ramatut. Das Ganze wird noch bestärkt davon, dass Ravonna in den Comics ja die Geliebte von Kang, dem Kang Prime, ist, der eben erst durch diese ganzen Phasen durchgeht. Also kann es sehr gut sein, dass Ravonna uns tatsächlich schon in Fantastic Four begegnet und sie dann in das alte Ägypten reist, weil sie vielleicht ein altes Tempad findet oder irgendetwas, und dann damit in die Timeline von Ramatut gerät und ein bisschen weiter hier herumfuscht, um ihren eigentlichen Plan wieder umzusetzen, die TVA wieder zu dem Timeline-prunenden, Sacred-Timeline-liebenden Polizeistaat werden zu lassen, was es einst war. Das ist also meine Theorie und die Begründung für meine Theorie. Der nächste große Bösewicht in Fantastic Four und dann eben übergehend zu Kang Dynasty wird Ramatut sein, zumindest im Fantastic Four-Film. Doch wie kommen wir zu Immortus und wie kommen wir zu potenziell Scarlet Centurion im Laufe dieser Zeit? Nun, das steht noch offen. Darüber werde ich sicherlich auch noch Videos machen, wenn ein bisschen mehr Informationen dazu rausgekommen sind. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Theorie haltet. Glaubt ihr, das ist sehr logisch, oder glaubt ihr, das ist einfach aus der Luft gegriffen und es könnte auch einfach nur Dr. Doom sein, der Bösewicht bei den Fantastic Four ist? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Bin ja hauen.